Hallo Fußballfans, ich begrüße euch wieder recht herzlich zum Kia Autotalk zur Europameisterschaft mit der Legende Rüdiger Abi Abramczyk. Ja Abi, die Vorrunde ist vorbei. Ja. Die Deutschen sind doch noch Gruppenerster geworden. Überzeugend? Ja, überzeugend. Überzeugend war es schon gewesen. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, es ist natürlich jetzt kein einfaches Spiel gegen Dänemark, das muss man auch sagen. Die haben große Spieler, kopfballstarke Spieler. Wir haben natürlich jetzt eventuell zwei Mann, die ausfallen in der Abwehr. Und da müssen wir natürlich nochmal zusehen, wer diese großen Kerle da auffangen kann. Ne? Ja, vor allen Dingen sind auch Spieler, viele Spieler bei den Dänen dabei, die in der Premier League spielen, die bei großen Vereinen spielen. Aber ich glaube, die ganze Europameisterschaft, ja, wenn du so siehst, ja, Albanien, ja, meine, ja, Güte, die hauen die Portugiesen gestern weg. Unglaublich. Die rennen wie die Hasen. Und man glaubt immer, Albanien, ja, das ist so ein kleiner Vorort, ja, sag ich mal. Georgien, ja. Georgien auch, ja, Entschuldigung, Georgien, aber die sind so ein kleiner Vorort irgendwo. Ja. Und wenn man dann sieht, wie die Gas geben, also das ist schon klasse. Ne? Also Hut ab, da muss man wirklich sagen, die großen Mannschaften haben keine großen Vorteile mehr. Im Grunde genommen fängt ja jetzt die Europameisterschaft erstmal richtig an. Jetzt muss er hopp oder top. Ja, so, jetzt ist K.O.-Spiel. Komme ich weiter oder komme ich nicht weiter? So, da kann ich auch nicht mehr taktieren oder irgendwas anderes machen. Dann muss ich die beste Mannschaft muss jetzt spielen. Ja. Und wer nicht fit ist, nicht 100% fit ist, ja, wie Rüdiger, da weiß man nicht so richtig. Ja. Oder dann ist dann immer alles schon ein bisschen schlechter. Da, weil dann spielt der ist sowieso weg. Was ich nicht verstanden habe, das ist die einzige Kritik hier an Nagelsmann. Dass er die gelbe Karten hatten, die gefährdet waren, die hätte ich dann doch mal noch ausgewechselt. Ja. Weil jetzt muss er ja auch 2-0 bringen, wahrscheinlich. Schlotterbeck und Anton. Ja. Ja. Okay, auch gestandene Bundesliga-Spieler. Ja, trotzdem. Ob das harmoniert? Peter, das ist die Abwehr. Ja. Du kennst das doch. Wir waren früher Stürmer gewesen. Ja. Und wenn die jetzt da die ganze Zeit rumgehangen haben und dann müssen sie auf einmal ins Feuer geschmissen werden, ob sie dann sofort 100% zünden, ist eine andere Frage. Ne? Ja. Man braucht auch immer so ein bisschen, ein paar Tage, um da wieder reinzukommen. Ich hoffe, dass die beiden... Es sind zwei Tage Pause. Ja. Und dann geht es am Samstag los mit dem ersten Spiel, glaube ich, Italien gegen die Schweiz. Und danach spielen wir. Ja, Türkei hat mich sehr überrascht, das muss ich wirklich sagen. Also die haben auch sehr gut gespielt. Da werden die Österreicher mal richtig Gas geben, weil ich glaube, die Türkei, da wird das Stadion voll sein mit den türkischen Fans. Ja, sicher, auf jeden Fall. Die werden hinten überzahlt sein, da kannst du von ausgehen. Ja, und ich war ja auch eingeladen zum Spiel Deutschland gegen Schweiz. Ja. Und muss dazu sagen, wir waren also bei Kia in Recklinghausen. Ja. Das haben wir die drei größten Kia-Firmen da gemacht. Ja. Und Alfons hatte mich dann eingeladen. Schön. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, richtig gut. Und das muss ich wirklich sagen, hat Kia richtig prima gemacht. Und da sollten sich mal einige Leute eine Scheibe von abschneiden. Ja, wenn so eine Legende kommt, dann muss dann auch. Ja, aber dann bin ja nicht nur ich gewesen. Da war Bürgermeister da. Ja. Und was weiß ich, also es waren viele, viele Leute da, aber das haben die wirklich gut gemacht und die werden auch wieder in Recklinghausen da wohl wieder ein Riesentheater machen. Ne? Also okay, ich kann mir vorstellen. Wir freuen uns auch aufs Spiel. Ja. Wir freuen uns. Und ich sage, das Spiel Österreich gegen die Türkei. Ich kann mich daran erinnern, im letzten Jahr hat Österreich 6-1 gegen die Türkei im Freundschaftsspiel gewonnen. Also, die Österreicher sind auch nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, die türkische Mannschaft noch nicht so weit, dass die sind doch sehr gefestigt, finde ich. Das wird ein gutes Spiel, da bin ich fest von überzeugt. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist der Torwart vielleicht. Bei dem 1-1, wie er da rausgekommen ist, also da muss er besser rangehen, entweder fausten oder den Ball wirklich besser schnappen. Aber das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da sind Schwächen in der Türkei. Ja, die anderen Spiele, sag ich mal, die lassen wir auch auf uns zukommen. Liebe Fußballfans, ihr seht, ich habe meinen Hut auf. Ja, kann eigentlich nicht schief gehen.
Wenn du dann gut auf hast, dein Zauberhut, ja, dann gehe ich mal von aus, also, ja, dass wir noch eine Runde weiterkommen. Und das wäre natürlich Tipp, super. Tipp, gegen Dänemark schwer, ne? Ist schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich würde auf 2-0 für uns tippen. Ich glaube nicht, dass man neuer. Also ich bin mit 1-0, da bin ich auch zufrieden. Ja, Hauptsache wir kommen runter weiter, ja, und wir sehen ein schönes Spiel. Also das, 1-0 will ich jetzt auch nehmen, ist mir egal. Hauptsache wir kriegen keinen rein und ich glaube, Neuer ist auch gut in Form. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich auch, dass wir 2-0 spielen werden, trotzdem, dass wir die Abwehr ein bisschen geschwächt sind jetzt durch die beiden. Ja, liebe Fußballfans, das war's wieder vom Kia Fußballtalk zur Europameisterschaft im schönen blauen Auto vom Abi. Jawohl. Wir freuen uns auf schöne, spannende Achtelfinalbegegnungen und sehen uns dann und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Jawohl. Ich wünsche euch allen viel Spaß zu den Spielen. Dito. Tschüss. Ciao, ciao.